Was denkt eventuell Benedetto mittlerweile über Andrej Mangold, 32? Bei der Bachelor kassierte die Flugbegleiterin einen heftigen Korb. In der finalen Entscheidung der TV-Show wurde die Düsseldorferin völlig unerwartet von dem Basketballer abserviert. Die 26-Jährige machte wenig später keinen Hehl daraus, dass sie die Abfuhr ganz und gar nicht nachvollziehen kann. In einem Interview äußert sie jetzt einen pikanten Verdacht. Um Andres Entschluss etwas besser zu verstehen, hat sich Eva ihre Dates mit dem Sportler noch einmal genauer angeschaut. Nach wie vor ist sie bitter enttäuscht vom Ausgang der Kuppelshow. Wenn ich sehe, was er über mich und uns sagt, dann finde ich es einfach nur traurig, dass er nicht zu seinen Taten und Worten mir gegenüberstehen kann. Fragwürdig, dass er es bloß aufs Körperliche reduziert. Jeder hat in der Sendung sehen können, dass Gefühle beiderseits im Spiel waren, erläutert sie ihren Standpunkt im Gala-Interview. Die Single Lady macht kein Geheimnis daraus, dass sie während ihres Dream-Dates Sex mit dem Hannoveraner hatte. Eva betrachtet die Bachelorzeit mittlerweile als wichtige Lebenserfahrung, die sie stärker gemacht habe. Inzwischen sei sie der Meinung, dass Andrej nicht immer ehrlich war. Dennoch empfinde ich kein negatives Gefühl ihm gegenüber, sondern habe ein neues Kapitel begonnen, sagt die Fitnessliebhaberin und blickt optimistisch in die Zukunft. TV Nova Andrej und Eva im Bachelor-E-Finale anzeigt nur Bachelor-Kandidatin Eva und Mama Monika anzeige im RTL Andrej Mangold und Eva anzeige Tipps für Promi Flash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.